Am heutigen Samstagmorgen sind natürlich viele Mitarbeiter damit beschäftigt, alles zu organisieren, dass heute Abend alles zum Papillon um 20 Uhr klappt. Organisator Patrick Ahrens ist natürlich auch hier vor Ort und wahrscheinlich schon seit heute Morgen 6 Uhr, oder? Ja, seit 5 sind wir heute hier. War ja schönes Wetter, da konnten wir uns schon mal auf dem Platz ein bisschen bewegen. Es werden gerade die Leinwände aufgebaut. Diese 51 Quadratmeter Leinwand ist noch nicht ganz ausgeklappt. Und da oben wird ein Banner aufgehängt von der Stadt, was natürlich für Aufsehen sorgen wird. Ich glaube, da steht ein ganz lustiger Spruch drauf. Wir hoffen natürlich, dass heute auf jeden Fall der Friedensplatz voll wird mit ca. 10.850 Leuten. Und dazu, dass natürlich auch die anderen Plätze, Hansaplatz und Rhein-Holde-Kirche, heute gut belegt werden. Auch wir haben in diesem Jahr am Mittwochabend angefangen und sind jetzt 2 Tage zu Gange und sind eigentlich gut in der Zeit. Natürlich hoffen wir alle, dass es ein langes Wochenende wird, aber der Einfluss, den wir darauf haben, ist sehr gering. Wenn die Leistung stimmt wie in der Rückrunde, dann hat Dortmund auf jeden Fall heute gute Chancen zu gewinnen. Natürlich das Gemeinschaftsgefühl, wenn man hier mit vielen Leuten Fußball guckt, ist ja schon fast vergleichbar mit der Stadionatmosphäre. Gerade der Friedensplatz als traditionsreichste Open-Air-Arena für solche Art Events in Deutschland lädt ja immer wieder dazu ein, das hier zu besuchen. Der Bierpreis ist eigentlich seit 3 Jahren stabil. Wir nehmen für den 0,3-Euro-Becher 3 Euro. Es ist ja leider so, dass diese Veranstaltung finanziert werden muss, aber ich glaube, das ist für das, was geboten wird, ein fairer Preis. Natürlich, heute gibt es freien Eintritt. Zu Borussia kann man das noch einmal realisieren, dass es freien Eintritt gibt. Einige Dortmunder Fans sind natürlich hier auf dem Dortmunder Friedensplatz schon unterwegs. Ein Fan habe ich schon hier gesehen, der hat Platz genommen. Ich weiß nicht, ob er bis heute Abend hier sitzen wird. Es ist gerade mal kurz nach 10. Ist das schon dein Platz für heute Abend? Ja, denke ich mal schon, aber ich werde vielleicht zwischendurch noch mal in die Stadt ein bisschen gehen oder so. Mal gucken, was noch sonst los ist in Dortmund. Und dann komme ich wieder zurück hier zum Friedensplatz, weil desto voller nachher, würde ich sagen, habe ich nachher bessere Plätze hier, damit man besser nachher sehen kann. Ne? Was tippst du denn für heute und bist du ein echter Dortmunder? Ja, ich komme nicht aus Dortmund, ich komme aus Menne-Pruhr-Kreis, aus der schönen Stadt Schwelm. Ich bin Dortmund-Fan, seitdem ich denken kann eigentlich schon, seit meinem 4. oder 5. Lebensjahr schon. Ne? Vater hat mich damit 6 Jahren das erste Mal hier ins Stadion mitgenommen noch, ins Westfalenstadion, das alte noch. Ja, was tippe ich denn heute Abend? Ja, ich würde mal so sagen, ein knappes Ding, ich sag mal 4:3 nach 119 Minuten für uns. Okay. Also mit Verlängerung dann 4:3 nach 119 Minuten, sage ich jetzt mal. Ne? Gut. Wenn man an die Erfolge von Borussia Dortmund denkt, dann gibt es hier auf dem Alten Markt in Dortmund immer wieder große Partys. Und wenn das klappen sollte und der BVB wird heute die Bayern richtig einen auf den Deckel geben, dann wird hier sicherlich die Post abgehen. Nicht nur hier, sondern natürlich überall in Dortmund. Darf ich Sie mal fragen, wo Sie heute Fußball gucken? Auf dem Friedensplatz. Das hört sich gut an. Auf dem Weg jetzt schon dahin? Nein, jetzt muss ich jetzt mal kurz hier rumgucken und dann wollen wir nachmittag nochmal hoch. Und dann gegen Abend kommen wir runter und feiern hier die Mannschaft, wenn sie gewinnen. Den Sieg. Den feiern wir, den Sieg, ja. Und was für ein Gefühl haben Sie? Ja, ich sage mal, ein gutes. Doch, Sie sind ja auch mal wieder dran. Sie sind echter Dortmunder? Nein, wir kommen aus Magdeburg und sind seit ca. 7 Jahren Fan. Und extra für heute nach Dortmund gekommen? Jawohl, gestern Abend. In der Nacht. Mit dem Wohnmobil und stehen oben an den Westfalenhallen. Und sind jetzt runter in der Stadt und wollen mal gucken. Was ist das Besondere an Dortmund? Der Zusammenhalt, die Power von der Mannschaft und vor allem die Fans und die Stadt Dortmund. Das ist einmalig in Deutschland. Und unser Tuchel. Ja, und Thomas Tuchel, der die Mannschaft gut nach vorne bringt. Wenn es nicht klappen würde, wären Sie ein bisschen enttäuscht? Enttäuscht nicht, kann man nicht so sagen. Weil die spielen ja gegen eine schwere Mannschaft. Ja. Aber der Zusammenhalt der Mannschaft bringt die Jungs nach vorne, 100%. Also ein Tipp? Ein Tipp, also ich tippe 2-1. Und Sie? Ich tippe auch 2-1. Wir danken, jo. Ciao. Sie. Wir gucken zu Hause mit Freunden, weil wir leider keine Karten bekommen haben. So ist es. Und warum nicht dann auf dem Friedensplatz, Hansaplatz, Rhein-Holde-Kirchplatz? Es ist dann mit Freunden, wenn es zu Hause ist, doch ein bisschen gemütlicher als draußen mit so vielen. Vielleicht fahren wir später noch zum Feiern in die Stadt, aber angucken werden wir uns das zu Hause. Anders kann ich gar nicht. 3-2. 3. Jetzt bin ich durcheinander. 2-3. Für Borussia, ist ja klar. Hat sie nochmal wieder. Ui, knapp. Hat sie die Kurve noch im letzten Augenblick bekommen. Ja, dann viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Am heutigen Abend hier auf dem Hansaplatz wird sicherlich einiges los sein, denn eine große Videowall, die wird natürlich hier stehen und einige 10.000 Leute können natürlich hier auch das Ganze verfolgen.
Im Moment gibt es hier noch den großen Markt und man kann natürlich hier Kaffee trinken. Und ich habe mich mal jetzt hier irgendwie mal so ein bisschen hier durchgemogelt. Und darf ich euch mal kurz unterbrechen? Ja, hallo. Ja. Hallo, hi. Heute Abend wird ja hier Papin-Jugend es geben. Wie sieht das aus? Wirst du live dabei sein? Ja, wir hatten das zuerst vor, aber dann hatten wir Glück. Wir haben noch eine andere Veranstaltung. Wir sind von Matthias eingeladen zum Public Grillen. Oh, das ist ja was ganz Neues. Das muss der Matthias uns mal erklären. Matthias, gibt es denn auch was Kaltes zu trinken dabei? Was Kaltes zu trinken gibt's. Wir haben auch jetzt wie jeden Samstag schon unseren Kaffee getrunken. Bierchen gibt's gleich auch schon. Und heute Abend auf Leinwand zu Hause mit voller Hütte natürlich. Drücken wir die Daumen. Und wie sieht's aus mit den BVB-T-Shirts? Das sieht dann nachher nach blau-weiß. Nein, oh, das kommt nachher noch raus. Das war jetzt nur für Markt, aber nachher kommt das Trikot raus. Was ist das Besondere, Papin-Juing oder im großen Kreis BVB heute Abend zu gucken? Das Besondere ist die Stimmung. Das erlebt man sonst in keiner anderen Stadt Deutschlands. Das erlebt man nur in Dortmund. Hier hat man das richtige Feeling. Und wenn wir heute 3-2 gewinnen, dann wird der Pott kochen. Bist du ein echter Dortmunder? Ja, meine Historie ist schwierig. Ich bin nämlich ursprünglich in Gelsenkirchen aufgewachsen. Oh mein Gott. Das dürfen meine Familienangehörigen jetzt gar nicht sehen. Naja, ich bin in Gelsenkirchen aufgewachsen, habe in Limburg gewohnt und bin jetzt zurück ins Ruhrgebiet gekommen und bin jetzt Borusse. Und was meinst du denn? Wird der Tuchel heute die richtige Aufstellung haben? Ja, heute wird es klappen. 3-2 gewinnen wir. Matthias, dein Tipp? 2-0. Optimistisch. Wie wird es dann heute Abend dann aussehen nach der Party, wenn dann mal das Gegrillte sehr gut geschmeckt hat und das Pilz? Wie geht's weiter? Kommt ihr heute noch in der Stadt dann? Ja klar, dann fahren wir in die Stadt und feiern mit allen zusammen hier. Dann ist was los hier. Also, liebe Zuschauer, Sie sehen, jetzt gibt es noch Kaffee, dann gibt es was Gegrilltes und dann gibt es das leckere Pilz dazu. Und dann wird natürlich heute Abend kräftig, denke ich mal, nach 22 Uhr hier in Dortmund gefeiert. Hoffentlich. Sie haben wunderbare Schuhe an. Werden Sie heute selber im Einsatz sein in Berlin? Leider nicht. Dafür reicht das Fahrgeld nicht. Was haben Sie denn für ein Gefühl? Ich denke, die können das packen heute. Ich sehe gerade, Sie haben leckeren Kuchen dabei. Wo werden Sie denn heute Abend oder genauer gesagt den Abend erleben? Bei mir zu Hause. Schön gemütlich, Bierchen dabei. Und wenn der BVB heute den Pokal holt, wie geht es dann weiter? Oh, dann denke ich, wird die Nacht lang. Dann wird die Nacht lang und der Sonntag schließt sich dann gleich an. Recht schönen Dank. Wer keine Lust hat, auf dem Dortmunder Friedensplatz zu feiern oder auf dem Alten Markt, Hansaplatz, Rhein-Nolde-Kirche, der kann natürlich auch in den Dortmunder Kneipen Party machen. Und wie ich mir sagen lassen habe, ist es so, dass in den Kneipen viel länger gefeiert wird als natürlich auf dem Friedensplatz oder auf dem Hansaplatz. Und ich gehe jetzt mal hier in einer Kneipe rein, die in Dortmund einen ja, sehr beliebten Namen hat und die natürlich auch von den Gästen sehr gerne besucht wird. Der Frank, der bereitet nämlich jetzt gerade alles vor auf dem heutigen Abend und ich gehe mal davon aus, dass hier natürlich auch richtig die Party abgehen wird. Mal schauen, was er jetzt gerade macht. Kronen am Rathaus, so heißt die urige nette Kneipe, wo ich mich jetzt gerade befinde und der Frank, der bereitet alles vor, nämlich ich habe es gerade schon gesagt, auf die große Party. Hallo Frank, guten Morgen. Es ist noch früh, aber ich sehe alles schon in schwarz-gelb. Ja, natürlich. Was erwartest du denn? Also natürlich erstmal ein super Spiel und dass unsere Borussia gewinnt. Das erwarte ich. Frank, wie wird denn der Abend ablaufen hier bei dir in der Kneipe? Ja, erstmal muss ich noch einiges vorbereiten, wie du siehst. Ein bisschen schmücken, Fernseher noch aufstellen und die Gäste natürlich in Empfang nehmen und dann eine Riesenparty wird stattfinden, ja. Wie viele Gäste erwartest du und wie viele passen hier denn bei dir rein? Oh, wenn ich mal richtig durchziehe, also 300 Leute passen eigentlich rein. Gibt es was Besonderes? Und wenn du mal zurückblickst, du hast ja sicherlich schon einige Partys gefeiert, denn ich weiß ja, du bist ja ein echter BVB-Fan auch. Es gab ja nicht nur Erfolge zu feiern. Ja, natürlich ist es dann immer deprimierend, wenn Borussia nicht gewonnen hat, so wie die letzten zwei Mal im DFB-Pokal und da fließen auch ein paar Tränen. Dann müssen wir das wieder mit der Musik hier, mit dem deutschen Schlager aufbauen und Frust trinken, Frust aufmachen. Was ist denn, wenn der BVB heute gewinnt? Dein Tipp? Ich natürlich schläge mein Herz für Borussia und ich habe Angst irgendwo, weil letztes Jahr war ich in Berlin kurz und da war ich mir so sicher, dass wir gewinnen. In Liverpool dachte ich auch, das Ding bringen wir nach Hause, haben wir nicht geschafft, aber ich gehe mal von aus, heute schaffen wir die Bayern und ziehen die Lederhosen aus.
Und dann, wie sieht dann die Nacht hier aus? Ich habe gerade gesagt, bei der Anmoderation auf dem Friedensplatz gehen ja irgendwann die Lampen aus und bei dir bleiben sie an. Hier bleiben sie an. Also dann wird höchstens noch die Außenreklame angemacht. Ansonsten bleibt es bis morgen früh oder sagen wir mal bis Montagmorgen lassen wir auf, wie in den letzten Jahren auch, wo wir mal gewonnen hatten. Irgendwann um 6 Uhr kam die Putzfrau, wir sind mal kurz raus, einmal, sag ich mal, kurz rüber gewischt, hier durch den Laden und dann wieder rein. Also ich hoffe, dass wir durchfeiern können und unsere Jungs heute oder morgen früh oder morgen Mittag, Nachmittag schön mit den Pokalen in Empfang nehmen können am Friedensplatz. Also es könnte ein langes Wochenende für dich werden? Das wären lange Tage, kurze Nächte, ja. Was muss der Tuchel machen, dass das auch klappt, wie du gerade das erwähnt hast? Also ich meine, er macht ja alles richtig. Wer hat denn gedacht, dass wir im Platz 2 überhaupt erreichen? Ne, wir haben letztes Jahr noch bis zur Winterpause um Abstieg gespielt. Wir haben jetzt im UEFA Cup sind wir weitergekommen und. Ich glaube, der macht das schon richtig und der motiviert ja auch die Jungs heute. Also dann werden wir mal sehen, was nachher hier los sein wird. Gegen Abend schauen wir dann mal hier rein. Gerne.